ihr vielleicht wisst, bin ich auch als Brautstylistin unterwegs. Da ich aber nur eine begrenzte Menge Platz habe und meinen Rücken wahrscheinlich auch nachhaltig schädigen würde, wenn ich zu viel Zeug mitschleppe, möchte ich ein paar Produkte vom Platzverbrauch her optimieren und dabei nehme ich euch heute mit. Bevor es losgeht, wird erstmal alles, was ich benutze, desinfiziert und zwar mit 70%igem Isopropanol. Und ich mache das Einfache zuerst, deswegen nehme ich mir solche Quetschfläschchen für Foundations und mache diese Fläschchen natürlich erstmal auf. Die Deckel zu desinfizieren ist einfach, da kann ich reinsprühen und das Ganze einwirken lassen. Und die Fläschchen, da ist das ein bisschen komplizierter, da habe ich das Isopropanol in die Flaschen hineingesprüht, habe das ein bisschen geschwenkt, dass ich das gut verteilen kann und dann die Reste so gut es geht rausgeklopft und die Fläschchen beiseite gestellt, dass die Überbleibsel in der Flasche eben einfach von alleine verdampfen können. Weiter geht's mit so Leerpfännchen, die ich später für die Lippenstifte verwenden möchte. Auch die werden erstmal grob eingesprüht und dann mit einem kleinen Wattestäbchen alle einzeln ausgewischt. Und auch hier dürfen die Überreste einfach verdampfen. Dann habe ich als erstes eine einzelne Hydromaniac Foundation von Urban Decay. Ich habe die anderen Farben schon da, habe mir jetzt noch eine dunklere nachgekauft. Und da ist das Verpackungsdesign wirklich schön einfach. Da kann ich das einfach in diese kleine Flasche reinquetschen. Und wichtig ist einfach nur dabei, dass ihr das nicht zu voll macht, damit euch das Zeug dann einfach nicht entgegenkommt. Am Ende einmal alles sauber gemacht, verschraubt und fertig ist die Foundation depotted. Damit ich genau weiß, was drin ist, beschrifte ich das Ganze erstmal mit einem wasserfesten Folienstift und stelle mir die Foundation fürs spätere Beschriften nochmal beiseite. Weiter geht's mit der neu entdeckten Skin Realist Foundation von Nabla. Weil das nur so ein Tinted Moisturizer ist, habe ich mir 4 Farben davon bestellt, die man natürlich auch schön miteinander mischen kann. Und hier habe ich als allererstes mal den Fehler gemacht und das versucht direkt in die Flasche reinzupacken. Das hat nicht so gut funktioniert, weil ich die Flasche nämlich leider schräg gehalten habe. Später habe ich dann festgestellt, ich muss die Flasche wirklich sehr gerade halten, damit das da einwandfrei reinläuft. Bei der Urban Decay Foundation habe ich das nämlich extra ein bisschen schräg gehalten, damit das besser nach unten laufen kann in der Flasche. Aber bei dieser Foundation war das nicht möglich, da hätte ich wirklich riesige Sauerei gemacht. Jedenfalls ist das hier auch relativ straightforward, alles vollfüllen, die Fläschchen wieder zuschrauben und im Anschluss alles von Hand beschriften. In meinem Kit stehen die Flaschen allerdings aufrecht drin und damit ich auf Anhieb sehen kann, was da drin ist, nehme ich mir meinen Labelmaker und klebe ganz kleine Label auf die Deckel der Flaschen. Leider kann man nämlich auch durch die halbtransparenten Deckel nicht so gut sehen, was für eine Farbe drin ist. Aber das macht auch wirklich relativ wenig Aufwand und macht sogar schon fast Spaß, deswegen habe ich das hier nochmal gemacht und dann einfach auf die Deckel drauf geklebt, was in der Flasche drin ist. Und bei den Kürzeln ist eigentlich einfach nur wichtig, dass ihr selber wisst, was das jeweils bedeutet. Das muss für niemand anderes logisch sein. Fertig mit den Foundations geht es weiter mit den Lippenstiften. Und wie ihr hier seht, habe ich die Suede Matte Lippenstifte von NYX. Relativ viele Nude-Farben, auch so ein bisschen was Lila und Pinkstichiges mit dabei. Und das nimmt einfach super viel Platz weg. Erstmal habe ich noch aussortiert 2 Farben, weil in die spätere Palette nicht alle reinpassen. Und diejenigen, die ich in die Palette packen möchte, da geht es dann ans Depotten. Erstmal nehme ich mir jedoch die Pfännchen, drehe sie um und schreibe dann auf die Unterseite wieder mit dem Folienstift, welcher Lippenstift da reinkommt. Einfach für mich, damit ich zum einen weiß, was ich benutzt habe, falls ich es irgendwo markieren möchte, aber auch, dass ich die Lippenstifte natürlich dann nachfüllen kann, falls nötig. Und dann nehme ich dann einfach einen Spatel und schneide mir die obere Kante des Lippenstiftes ab. Da musste ich auch erstmal ein bisschen gucken, wie viel davon ich genau brauche, um so ein Pfännchen voll zu machen. Und dann werden diese Lippenstifte einfach eingeschmolzen und zwar lege ich die auf ein altes Glätteisen von mir, wo ich die Temperatur einstellen kann und nehme da die niedrigste Temperaturstufe und lasse die Lippenstifte dann einfach so lange schmelzen, bis sie komplett flüssig sind. Hat auch den Vorteil, dass die damit auch gleich nochmal ein bisschen desinfiziert werden, einfach weil über 100 Grad keine Bakterien mehr überleben. Und mit der Reihenfolge arbeite ich mich dann einfach Lippenstift und Farbe für Farbe vor, bis ich alle eingeschmolzen habe und sie bereit sind, um in die Palette eingesetzt zu werden. Wenn ihr das nachmacht, achtet darauf, euch nicht am heißen Glätteisen zu verbrennen, wenn ihr da die Pfännchen runternehmt und überhaupt generell. Achtet darauf, dass die Lippenstifte wieder kalt geworden sind, bevor ihr die einzelnen Pfännchen nochmal an den Rändern sauber macht. Und dann geht es auch schon an das Layout der Palette. Ich lege mir also erstmal meine Lippenstifte so hin, wie ich sie dann gleich in die Palette reinpacken möchte und schiebe da so ein bisschen durch die Gegend, bis ich mit der Anordnung zufrieden bin. Und die Palette, die ich hier verwende, kann man so leider nicht kaufen. Die habe ich mir selber designt und im 3D-Drucker ausgedruckt, dann die Magnete an die Seite gepackt. Das Besondere dabei ist, dass der Deckel abnehmbar ist und auch an der Unterseite dann haften kann. Und theoretisch kann ich beliebig viele weitere Palettenunterteile drucken und die einfach ganz hoch übereinander stapeln, ohne immer wieder einen Deckel dazwischen packen zu müssen, also besonders platzeffektiv. Die Lippenstifte hebe ich dann alle einzeln in die Palette rein und ordne sie dann dort eben einfach wieder so an, wie ich sie mir zurechtgemacht hatte. Falls ihr übrigens nicht die Möglichkeit habt, einen 3D-Drucker zu nutzen und euch eine Palette selber auszudrücken, könnt ihr natürlich auch fertige kaufen. Sehr beliebt sind die von Artist Kit Company, da kommt man aber nicht ganz so leicht ran
Und die von Inglot hier ist aber auch eine super Alternative, die man dafür verwenden kann. Da kann es dann nur sein, dass ihr Probleme bekommt, passende Metallpfändchen zu kaufen, weil die Innenseite der Palette hat da eine ganz spezielle Größe. Auch die Palette bekommt nochmal an der Außenseite ein Label, dass, wenn ich davon ganz viele übereinander stapel, ich immer noch sehen kann, was in welcher Palette drin ist. Das musste ich sogar nochmal ein bisschen schmaler schneiden, weil die Palette schmaler ist als mein Label. Und fertig ist dann die Custom Lippenstift Palette und im Prinzip seht ihr jetzt hier den krassen Unterschied zwischen 12 einzelnen Lippenstiften, die super viel Platz wegnehmen, wenn man sie einfach so mitnimmt, und der Palette, wo die einfach richtig schön eng beieinander liegen und man sie natürlich auch super hygienisch entnehmen kann. Und weiter geht's jetzt mit dem Depotten von zwei Lidschattenpaletten. Es geht jetzt hier um die Creative Paletten von Love mit Letizia Lemark. Und zwar finde ich die Farben eigentlich ganz cool und vor allem auch die natürlichen für ein Brautkit super. Wie man hier allerdings schon sehen kann, ist einfach super viel Pappe drumherum und das ist einfach der Platz super ungünstig ausgenutzt. Deswegen möchte ich eben die Lidschatten und Gesichtspuder da rausnehmen und in irgendeine andere Verpackung reinpacken. Ich habe dann erstmal begonnen, mit brutaler Gewalt die Innenseite von der Außenverpackung zu trennen. Ich habe ehrlich gesagt keine andere Alternative mir überlegen können, wie man das sonst macht. Vielleicht funktioniert das auch mit dem Föhn heiß machen oder so, aber für mich hat das auch so funktioniert. Wenn ihr längere Fingernägel habt, ist es aber vielleicht sinnvoll, das irgendwie anders zu machen, denn wahrscheinlich werden die darunter so ein bisschen leiden. Ohne die Pappumverpackung war es jetzt für mich auf jeden Fall relativ leicht, die großen Puder zu entnehmen. Und zwar habe ich die einfach ein bisschen gebogen, die große Palette, und dann kamen die mir schon entgegen und ich konnte die ganz leicht rausnehmen. Für die Lidschatten war das jetzt nicht ganz so leicht, weil die halt einfach zu klein waren dafür. Deswegen habe ich da dieses Pappgitter nochmal rausgenommen und damit dann die Lidschatten freigelegt, die noch auf eine Pappe draufgeklebt sind. Von dieser Pappe musste ich die dann natürlich erstmal lösen, da habe ich dann nochmal den Spatel benutzt, die hochgebogen und dann heruntergenommen von der Pappe. Und später den Kleber loszuwerden war wahrscheinlich die schlimmste Kleinarbeit von dem Ganzen. Ja, ich habe das Ganze beschleunigt, man sieht es nicht mehr, wie ganz aufwendig das war, aber ja, das war durchaus Kleinarbeit. Mit der Volume 2 Palette mache ich das natürlich ganz genauso, erstmal die große Pappe entfernen, dann die Gesichtspuder und die kleinen Lidschatten. Der Mintfarben ist mir leider gebrochen, der war auch von vornherein relativ kreidig von der Konsistenz. Falls ihr sehen wollt, wie ich so einen Lidschatten neu pressen würde, sagt's mir mal, dann kann ich dazu gerne nochmal ein eigenes Video machen. Erstmal habe ich den aber einfach so gelassen, weil, ja, ich wollte natürlich die Palette auseinanderbauen und mich da jetzt nicht groß dran aufhalten. Wenn alle Lidschatten befreit sind, geht's an das Entfernen des Klebers und da nehme ich jetzt erstmal die großen Puder und packe die auch wieder in das Glätteisen auf der niedrigsten Stufe. Und wenn der Kleber richtig schön warm ist, dann geht das auch gut ab von den Metallpfännchen. Da habe ich mir auch wieder einen Spatel zu Hilfe genommen, um das richtig runterkratzen zu können. Wenn das nicht richtig heiß war, dann hat das irgendwie nicht so gut funktioniert. Aber ich habe das Gefühl, wenn der Kleber so ein bisschen dehydriert war, also wenn er lange genug heiß gemacht wurde, um die ganze Feuchtigkeit zu entfernen, konnte man das abziehen wie so ein Peely-Sticker. Also das war je nach Lidschatten, je nachdem wie lange ich das draufgelegt habe, relativ gut machbar. Und alles, was dann an Resten noch drauf geblieben ist vom Kleber, musste ich trotzdem natürlich mit Isopropanol entfernen. Habe ich mir ein Wattestäbchen zur Hilfe genommen und das dann immer schön drüber gewischt. Aber auch das war eine richtig nervige Kleinarbeit. Also wenn ihr eine Palette auseinandernehmt, dann macht euch darauf gefasst, dass ihr mit der Palette sicherlich 1 bis 2 Stunden beschäftigt seid. Irgendwann ist man dann auf jeden Fall auch mal fertig und dann kann es an die Anordnung der neuen Lidschatten gehen. Ich habe ein bisschen geguckt, ob ich die Gesichtspuder vielleicht auch mit in die Palette reinbekomme. Das war von der Anordnung für mich aber ein bisschen schwieriger irgendwie, weil das nur eine kleine Reihe Lidschatten dann war, die da reingepasst hat. Und was so Farben wie Highlighter, Blush und so weiter angeht, bin ich eigentlich ganz gut aufgestellt in meinem Kit. Mir war es also primär wichtig, dass die Lidschatten da alle reinpassen. Deswegen habe ich dann nochmal eine Anordnung nur mit Lidschatten gemacht und am Ende war noch ein bisschen Platz übrig. Deswegen habe ich dann noch so 1, 2 Gesichtspuder mit reingepackt. Aber wahrscheinlich werde ich auch auf kurz oder lang nochmal eine andere Lidschattenpalette auseinandernehmen oder so und den Platz dann nochmal mit Lidschatten füllen, sodass ich eine größere Auswahl einfach an Farben habe. Aber auch hier natürlich mega cool, was das jetzt für eine Platzersparnis bedeutet, einfach nur weil man die Pappe entfernt hat. Hier dürfen dann jetzt die Lippenstifte in meiner Tasche wohnen und wie man sehen kann, habe ich bei den Foundations auch noch ein bisschen Arbeit vor mir. Und falls euch interessiert, was letztes Jahr meine Lieblingsprodukte waren, schaut mal hier oben rechts in dem Video, da habe ich euch die ganzen Produkte in einem Video zusammengefasst.